Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Neophyte. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt. Mal schnell die. Mal hier, ich habe schon ziemlich viel unlocked. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oh, ich lasse Challenge Level einfach mal hoch. Das kriegt man, wenn man ein Spiel durchspielt. Bigger Waves habe ich auch schon geschafft. Dann kriegt man Elite Enemies. Und wir gehen einfach mal rein. Das ist schon ziemlich selbsterklärend. Am Anfang kann man sich drei Skills aussuchen hier. Das sind die, die man dann auf Linksklick hat. Das heißt, den finde ich am besten. Dann kriegt man hier noch Rechtsklick-Skills dazu. Das ist so ein Bogen, den man aufladen kann. Wenn man im richtigen Moment loslässt, dann schießt er halt einfach so eine Linie. Das sind Geister, die man aufstellen kann für 8 Sekunden, die dann auf Gegner schießen. Ich nehme den Lava-Chakram. Das sind so Dinger, die um mich rumfliegen. Dann startet man hier mal die Welle und dann geht's los. Dann kommen hier, bei dem Level kommen da 4 Gegner raus. Hier oben ist der Timer, bis wann die nächste Welle kommt. Das hier sind Elite-Gegner. Und dann kämpft man sich einfach durch Welle und Welle. Bis man dann im letzten Level kommt. Das macht Spaß. Unser Spiel kostet, glaube ich, 2 Euro oder so. Also falls hier ist noch Early Access, glaube ich. Ja, Version 0.019. Das ist echt ganz cool. Dann kriegt man nach jeder Runde Upgrades. Würde ich eine Potion einsammeln, mache ich 400% von dem Schaden, den ich geheilt habe, als Schaden um mich rum. Melee Resistance. 25% mehr Schaden, aber weniger Attack Speed. Ich kann rerollen hier, das schaltet man auch frei. 25% Maximalmana als extra Leben dazu, das ist alles. Das nehmen wir. Attack Speed, Crit Damage oder Crit Chance. Oh, wir nehmen mal Crit Chance. Dann kann man hier austesten, was man so kann. Also was man dann jetzt mit Damage macht und so. Ist ganz gut. Da habt ihr gerade die Explosionswelle gesehen von meinem, was ich Potion aufgehoben habe. Der will nicht mehr Mana und mehr Mana-Regeneration hat, dann gehen die Schattens richtig ab, da kann man nicht viel davon haben. Dann nähen die da einfach durch. Wenn man die angreift, was die dann gerade, weiß nicht, wahrscheinlich vergiften, angegeben machen, glaube ich, die hier. Die Verfolgungsschüsse. Der rote Enrage, wenn man ihn angreift. Hier gibt's Sushi. Crit Damage. Sushi rerollen wir mal. You heal for 20% of the mana you spend. Ja, das nehmen wir mal. Oh, das ist geil. Die Geistform. Und viert man Gegner, wenn man nachkommt. Macht eine Regeneration, nice. Und das hält halt richtig lange. 5 Sekunden lang. Voll müde. Da ich vergesse immer, man kann sein Mana benutzen, dann die Statue zum Gegner rufen. Hier. Einfach einmal durch alle durchgehen und dann. Und das Mana, das reset jetzt nicht wieder. Man hat dann wieder volles Mana, aber die Skills fühlen sich immer noch rundherum. So. Das kann man mit manchen Skills machen. Oder halt die Potion Explosion.
Skill ist jetzt nicht so gut early. Wenn er verbessert wird. Aber wenn man viel Mana kriegt und so, dann rasiert er davon auch nicht durch. Ja, und jetzt kommt, glaube ich, gleich mal der Boss. Tamarius will increase your power by 2. Okay. Das ist nicht schlecht, aber wir nehmen die dicke Mana-Regeneration. Und Maximum Mana. Die beiden hier rerollen hier mal. Oh, noch mehr Mana. Geil. Und Power. Mit Power machen wir einfach mehr Schaden. Jetzt können wir schon mehrere haben. Ich zeige jetzt auch, was ich gemeint habe, wer jetzt ein Mana voll ist. Jetzt Mana ganz voll und jetzt kann man noch mehr holen. Mal gucken, wie das jetzt da durchpassiert. Wenn man ganz viele davon hat. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mit Chakraus ist es besser, wenn man ganz viel Mana-Regeneration geht. Ah, hier sind neue Gegner, die großen. Die kommen, die machen so Grau. Ich hab gesehen, die Steine, die Gegner. Boah. Diese Potion-Explosion. Gerade. Noch eine. Mitten in der Mitte. Mitten in der Mitte. Was habe ich gesagt? Mitten in der Mitte. Ich habe schon ewig nicht aufgenommen. Oh, Regen schwer. So, jetzt kriegen wir noch den Shift-Skill. Meteor-Form ist nicht so cool. Das ist geil. Immer wenn man sowas wie zum Beispiel jetzt Mana-Upgrade, Mana-Regeneration nimmt, das erste ist jemals, jeweils doppelt. Machen wir Reroll, Invigorate, das ist nice. Und wir nehmen noch, ja, die Resistance. Jetzt kann ich es euch gerade zeigen. Auf Shift, machen wir Mana voll. Der Boss. Mal gucken. Vielleicht haben wir noch genug. Oh, schade. Kann ich da genug gehalten. Ja, das ist ein Boss. Der hat ja so eine Kette dran. Ja, Kugel. Und dann schlägt der. Der hat einen Schlüssel in der Hand. Der macht aber nichts. Auch vielleicht das kann man gleich so ausweichen. Das wird ja auch nicht zu hören. Weil ich glaube, wenn die unter 50% kommen, dann gehen die auch in Enrage und werden schneller und stärker. So. Und das war jetzt das erste Level, jetzt kommen wir ins nächste. Kanalisation. Was ist das? Nee. Mana Cost Reduced. Das ist natürlich nice, aber wir nehmen 14 Power. Reroll. Oh, mehr Mana. Wir nehmen mehr Regeneration. Können wir halt schon 6 Stück haben mit einmal Mana aufgeladen. Welle. Habe ich ein paar Mal versucht, habe ich es jetzt noch nicht geschafft. Geschüttelt.
nicht so leicht. Was haben wir hier Schönes? 10 Mana. Machen wir 90 Lightning Damage an den Gegner nahe. Das kann's. Na, ah, nee. Ja. Ja, doch. Machen wir Legion. Die rerollen wir. Ja, jetzt kann ich halt den Stormbow auch gerade noch zeigen. Man kriegt mehr Skills und die kann man dann so austauschen. Dann kann man hier so aufladen und Q holen, wenn man dann im richtigen Moment, dann macht man Perfect Shot. Dann macht er halt das doppelte Schaden, 379 und so, 217. Und hier seht ihr gerade diesen Blitz, den ich gemeint, den ich bekommen habe. Hier. Wenn ich Mana benutze. Random Level und mehr Skills. Das ist halt schon nice, aber mehr ist immer mehr, ne? So wie man sagt, mehr ist mehr. Hier, wenn wir 50 Schaden nehmen, dann stunnen wir Gegner um uns rum. Ich habe keine Ahnung, wie viele 5 Teils sind. Vielleicht das hier, aber keine Ahnung. Aber das ist ganz nett. So, noch mehr Mana-Regeneration, alles auf Mana-Regeneration. Es gibt auch so einen Feuerstrahl, einen Feuerbeam. Da hatte ich mal so viel Mana-Regeneration, dass das so gut wie unendlich aufrechterhalten konnte. Geist, weil ich glaube, ich kann die angegriffen werden in der Zeit und die rennen halt vorne auch weg. So ein bisschen. Ja, ganz nices Bild bis jetzt. Chain Lightning ist auch echt cool. Aber will ich jetzt nicht. Das ist eine ganz coole Kombo mit dem Ding hier. Wenn wir Gegner stunnen, oh, auch 4. Okay, das nehme ich. Das ist ja auch mit meiner Geisterform. Noch mehr Mana Region. Was ist das? Shooting Star kann ich auch gerade mal zeigen.
Damage macht mehr Damage. 1400 Damage macht mehr Damage, wenn man es mit mehr Mana benutzt. Hier, wenn ich jetzt kein Mana habe. 176. Hier, volles Mana. 1400. Aber ja, ist ganz nett. Und wie ihr hier oben seht, die Wellen werden auch immer größer. Mehr Healing Potion Drops. Ja, komm, hier mal einfach. Mana Regeneration. Crit Hit Damage, Crit Chance. Oh, der Boss kommt. Kann sonst noch Gegner buffen, der ruft noch so andere Sachen, die auf einen zufliegen, die ganze Zeit und so. Oh krass. Das war jetzt leichter als erwartet. Und das ist das letzte Level bis jetzt im Spiel. Ja, hab kurz was getrunken, sorry. So, was ist das denn? Grasping Vines, die hatte ich glaube ich noch nicht. Expert. Ah, hier kann man auch sehen. Basic, Primary, Defense und Expert. Aber man könnte auch so machen. Man könnte auch mehrere Expert-Skills benutzen und so. Okay. Die bleiben dann eine Zeit lang da. Rooting Enemies, also die halten die dann fest und die haben dann auch weniger Attack Speed. Oh mein Gott. Ah, der Skill hier macht übrigens, wenn man mehr Mana hat, wenn man es benutzt, geht beim Text. Kann ich auch gerade mal schön zeigen. Ja, über den Buff. Das ist auch ganz cool. Aber dafür wird die Cooldown davon auch erhöht, wie man hier gerade sieht. Ja, und das ist jetzt das letzte Level. Mit so Bock-Sachen.
Erstmal auf diesen Fall Spielies. Und Nahkämpfer. Ah, sind aber schon acht. Das ist wirklich ganz cool, dass er das gibt, den Namen von der Karte. Mit diesen Punkten hier schaltet man neue Sachen frei, wenn man ein Level geschafft hat. Das ist dasselbe, was ich gerade als Skill hatte, also diese hier, nur in einem Kreis, random auf dem Feld. Wenn ich da drin stehe, habe ich mehr Lebensregeneration. Wir nehmen mehr Power, Attack Speed, Life Region und los geht's. Also können wir uns auch ab und zu schließen, die Gegner. Die Gegner werden drin und werden auch ungeretet, so wie in einem anderen Ding. Das ist in dem Level sogar ganz cool. Hallo? Das war gerade mehr als knapp. Okay.